So, weiter geht's. Bossgegner besiegt. Two down, two to go. You might make it to the tower after all. Then the real fun begins. Into my house. You weren't always the Black Hammer. You huddle in exile, a hermit among tombstones. Why? What role did you play in this, Ulthane? Horseman, I've got something for you. A fair bit of work, but it's a bit dainty for me. It'll serve you better. You didn't answer my question, old one. Maybe I liked the scenery, was it to you? You asked for my help and I gave it. You go on being ungrateful and I'm liable to get upset. Do I look like I'm afraid of death, boy? It's not death you should fear. Okay. Gnade. Eine wunderschön gearbeitete Pistole, die Feinde mit einem unendlichen Vorrat an übernatürlicher Munition dezimiert. Brücke zum Abfeuern R2. Also ich wusste überhaupt nicht mehr, dass man noch eine Pistole bekommt. Ja, aber geil. Talk to me. No, he's not talking to me. Ist hier unten im Wasser vielleicht noch was? Hier darf ich nicht mal hoch. Na schön. Good to see you again, Horseman. Gehe doch gerade. Da los. So, jetzt müsste ich doch eigentlich bei Samael wieder rauskommen irgendwann und dann den Dings machen können, den Eisschlag. Ich wollte eigentlich nicht hier alle Krähen umbringen. Das war gar nicht so meine Absicht. Bin ich hier durch? Nee, aber hier bin ich nicht reingekommen. Ah nee, hier sind wir durch. Hier sind wir durch und haben unseren kleinen Killing Spree gestartet. Naja, das passt schon alles. Dann geht's hier wieder zurück. Wow. Fuck. Scheiße. Unter Wasser schießen geht aber nicht. Die
theoretisch müssten wir doch hier wieder in diesem überfluteten Gebiet rauskommen. Oder da vorne gibt es eine Abkürzung. Oder irgendwie wenigstens eine Truhe oder sowas. Zeig mal. Naja. Oder nur Zorn. Ah ne, ein Bruchstück. Aha. Bruchstück von einem Zornkern. Ich glaube, ich habe jetzt drei, oder? This I like. I like. Ach genau, der überschwemmte Pass, so hieß das. Den halt killen. So, sozusagen. War das bald? So hammer nützlich ist es. Die Waffe jetzt auch nicht mehr, oder? So ketzerisch sein darf. Oben sind auch immer noch diese Hakenwege, von denen ich immer noch nicht so richtig weiß, wie man die benutzt. Mit welcher Zusatzfähigkeit. Ja, den machen wir nicht kalt. Den schon. Der ist beim Unterfallen schon erledigt worden. Warte mal kurz, das kann ich auch. Glaube ich nicht so weit rüber. Und wenn, dann kann ich davor nicht landen. Nee. Da gibt es noch irgendwie einen anderen Weg. Man kriegt doch auch irgendwann das Pferd noch. Wenn mich nicht alles total täuscht. Friends zu schauen, weil es ja irgendwie auf Netflix jetzt alle 10 Staffeln gab, zusammen mit Deep Space Nine, habe ich auch wieder angefangen zu gucken. Und ey, wie geil Friends immer noch funktioniert. Also, das kann man noch so gut sehen. Bin mal wirklich gespannt. Also, ich würde total gerne das mal vielleicht so in 10, 15 Jahren jemandem zeigen, der das nie gesehen hat, diese Leute nicht kennt, weil man diese Leute dann vielleicht nicht mehr so doll kennt oder zumindest so, was? So sahen die mal aus. Es gab diese Leute mal in Jung. Und dann mal einfach sehen, ob das für die Leute in dem Alter, die es noch nie gesehen haben, auch noch funktionieren kann. Oder ob das nur für mich noch funktioniert, weil ich das halt gewohnt bin. Aber ich finde, das ist sehr, sehr zeitlos gemacht, das Ding. Also klar, gibt manchmal immer noch so ein bisschen Anspielungen auf aktuelle Sachen und so,
oder damals aktuelle Sachen, aber sehr, sehr wenig. Viel weniger als in The Big Bang Theory und auch viel weniger als in. Wir geben ihm jetzt erstmal die Scherbe zurück oder dieses Element da. Auch weniger als in. Wie hieß denn die andere? How I Met Your Mother. Als auch in der Serie. Und es war eben nicht so eine komische Comedy, die sehr schnell alt geworden ist, wie sowas wie Wer ist hier der Boss? Oder das mit dem Eine schrecklich nette Familie. Also die Art war das halt gar nicht. Und weiß nicht, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es auch in 10, 15 Jahren noch super funktioniert. Aber wer weiß. Vielleicht täusche ich mich da auch. Ich finde es halt super. Also, das ist jetzt die erste Staffel, in der ich immer noch bin. Aber es ist so geil. Es sind natürlich auch ein paar kuriose Sachen. Chandler, der da halt in seinem kleinen Computer-Kabuff sitzt, natürlich noch so mit so einem Mini-Monitor, Röhrenmonitor. Und damals raucht er ja dann auch noch. Beziehungsweise ab und zu. Did you enjoy yourself? War in the Black Hammer, plucking pigeons. You see a great many things from inside a prison, Samael. There is little you can keep from me, horseman. Once I have a mind to know it. And what do you know of Uriel? I thought the horsemen were above such earthly pursuits. She believes I killed Abaddon. The Hellguard worshipped their fallen lord and leader. And Uriel? Some might say her admiration was less than professional. She will stop at nothing to punish the one responsible. I fought the demon who killed Abaddon, and he will be punished. Straga is the strongest of the Chosen. No doubt you'll face him again. He draws power from the Spire and won't stand to be away from it for long. With all I have taught you, you might even survive the reunion. Whose heart would you have, demon? The Stygian is king of the ancient worms that now plague the Ashlands. It won't be easy. The worms grow well in such fertile ground. Fertile? Fertile with death, decay. All the land is covered in it. The ashes of the dead. But you may be in luck. It seems that some fool demons have taken to capturing the worms for sport, and they hunt other creatures as well. The strongest are made to fight in cruel arenas. The demons seek to tame the Stygian, not knowing that within the monster there beats the black heart of the Chosen. How do the demons avoid the Ashworms? You know of the Chronospheres? A gift of the Old Ones. It is said that to master the Chronosphere is to master time itself. One could stop time, or even move it forward and back. Indeed. None of the Old Masters exist, but the demons have learned to use them to a lesser degree. I can grant you a basic understanding of the Chronospheres. It won't be much. Perhaps just enough to avoid the worms. Perhaps. Perhaps not. What in this life is certain, horseman? Other than our word, of course. Da geht er. Der Peter. So, den Chronomat habe ich jetzt. Chronosphären reagieren jetzt auf Kriegsgegenwart. Entziehen sie deren Energie, um die Zeit vorübergehend zu verlangsamen. Okay. Sind das diese komischen, ja,
Steinsymbole, die manchmal so kreisförmig an irgendwelchen Wänden dran waren. Das. Or is it something else? Sure. I'm not sure. Aber wir sollten, glaube ich, erstmal ein bisschen, Geld rausschmeißen. Den Seelen auf den Kopf hauen. Tag. You? Old Vulcan's got something new for you. Was möchte ich denn gerne? Den Klingengeysir verstärken? Old Vulcan's got something new for you. Schwer, die Gegenstände. Das sind Upgrades. Sturmgeschosse. Das ist aber auch alles schwer. Aha. Das sind nochmal andere Angriffe für den Hammer. Ey, Leute, das ist doch. Oh Mann. Wir entscheiden. Meteorstart. Please take your time. Fuck, ey. Fuck, 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 fuck. Please take your time. Kreissäge benutze ich nicht oft, oder? Doch, eigentlich schon. As wise as you are, Bob. Did you come all this way to waste my time? Block Gegenangriff ist irgendwie ein bisschen doof. Den benutze ich selten, oder? You drive too hard a bargain, friend. So. You are as wise as you are powerful. Kommen wir hier nach hinten und dann Viereck. Und eine Wirbelwind-Kombination. Viereck und dann nochmal Viereck. So, jetzt haben wir das Ding hier aber gut voll, oder? Wollen wir den noch hochpushen, oder? Ja, ist eigentlich egal, ich meine, wenn ich ihn nicht benutze. Block-Gegenangriff benutze ich so selten, ey, komm, mal ehrlich. An excellent choice. You are as wise as you are powerful. Na schön. Was soll's? So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier alles haben. Also, er ist immer noch auf Stufe 2. Das ist auch krass, oder? Also, dass die Waffe noch nicht stärker geworden ist, aber den können wir doch bestimmt noch irgendwie ausrüsten. So, jetzt schauen wir doch mal hier. Erweiterung. Info. Die Anzahl der Seelen, die von Gegnern entrissen werden. Zusätzliche Seelen bei Zuweisung zur Sense. Erhöht Kriegsrüstungsstufe, erhöht die Waffenerfahrung, die im Kampf gewonnen wird. Und hier gewährt Seelen für das Zerstören von Objekten. Beliebiger Art. Weisen wir mal das da auf das Ding zu. Weisen, danke. So, haben wir hier Zornfähigkeit, das ist alles noch Level 1. Das ist alles Level 1. Da haben wir alle. Hier fehlt nur noch eine Sache, okay. Gut. Da wissen wir noch nicht, was es überhaupt ist. Auch schön. Angriffe. Also. Moment. Zeig mal her. Zweimal. Dann gedrückt halten ist ein Tremorschlag. Also L2 nach unten und den Tremorhieb. Wollen wir jetzt mal ausprobieren. Erstmal kurz die Sprunggeschichte.
der. Bin ich jetzt nicht unbedingt der Hammer, das Ding, oder? Ich weiß ja nicht, aber... den wirklich so als Waffe so doll einsetzen werde, kann mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Zeig mal her. War das jetzt richtig? Also L2 und dann... einmal für den. Der. Rückt halten. Ist der. I'm not impressed, würde ich jetzt mal sagen. Da bleibe ich lieber beim Schwert. Und da können wir ja auch nochmal, da haben wir auch noch ein paar Angriffe. Dann schauen wir doch mal, was das Schwert kann. Falsche Taste schon wieder. Also, was hat denn das Schwert noch so gelernt? So, Wirbelwind-Kombination, die probieren wir mal aus. Also Viereck und dann Viereck, Tornado-Schlitzer zweimal, Pause. Drachenodem dreimal Pause. Okay, also. Nee, das war das Falsche. Nicht gedrückt halten. Eins, zwei, drei. Okay. Sind das denn andere Kombinationen als die, die ich schon die ganze Zeit hatte? Okay, das sind die kurzen. Das sind die langen davon. Aber das ist auch alles so, mein Wer im Kampf nutze ich die doch niemals so nach hinten. Und dann Viereck. Die gibt's auch nochmal in zig Varianten. Scheiße. Bodenangriffe L2 nach hinten. Und dann das Ding. Harpunenangriff left. Meine Fresse. Hat's am Ende nichts davon. Das ist der Angriff, okay. Erst den, dann nach hinten und den macht auch nochmal was anderes. Das ist doch... Wer... Also... merkt sich denn sowas? Den... Das ist doch... Das wird doch ein reines Glücksding werden, was ich da am Ende machen kann. Der. Der nach oben. Und... jetzt noch den einen. Also R1. Und das Ding ist der Kraftschlag. Die muss ich eh viel zu selten auch. So, und die... das Ding plus R1. Harpunenangriff. Was war das nochmal? Moment, der ist doch... das ist doch der hier. Genau. Wenn ich mich nicht dabei bewege, ansonsten gibt es noch den hier. Achso, das muss man gedrückt halten. Da. War der schon, oder? Nee, eigentlich nur einmal. Also nicht gedrückt halten. Das ist ja der Hochwerfer. Wenn ich mich noch so hinstelle, dann zielen. Ach, fuck it, weißt du, das ist mir doch egal.
bin kein Fan von diesen Combo-Spielchen. Das mag ich an dem Batman-Kampfsystem so sehr, dass es eben nicht diesen... So, und jetzt merkt ihr mal 20.000 Kombos. Und trainiert ihr die ein, weil im Kampf sind sie eh. Aber eh anders. Man braucht's den Quatsch so nicht. So. Schauen wir mal kurz auf die Uhr. Ich glaube, es dürfte schon wieder voll sein. Ja, es ist voll. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Also bis dann.